gibt es noch zwei Geschichten, die an entscheidenden Orten spielen. Die erste heißt Freiheit ist immer Freiheit der anderen Lenkenden. Geht hier los. Wir wollen zur Freiheitsstatue. Vorerst stehen wir aber nur in einer langen Schlange für einen Takeaway-Pizzaladen. Boah, dauert das, flucht das Känguru. Ich fühle mich in diesem einen Theaterstück, sage ich. Welches Theaterstück? Warten auf Togo. Very funny, you old Joe Cookie, sagt das Känguru. Ich blicke mich gelangweilt um. Neben dem Pizzaladen ist ein Starbucks, ein McDonald's und ein geschlossener Schlecker. Gegenüber öffnet gerade ein neuer Bubble-Tea-Laden. Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Hast du das gewusst? Was für ein unfassbar geiler Satz, sag ich. Kannst du den bitte wiederholen? Pizza ist ja übrigens vor einiger Zeit vom US-Kongress als Gemüse klassifiziert worden, sagt das Känguru. Ein Hammer, sag ich. Das ist mein neuer Lieblingssatz. Was war denn dein alter Lieblingssatz? Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Goldkettchen. Wer hat das gesagt? Fragt das Känguru. 50 Cent? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Interessiert dich eigentlich gar nicht, warum der US-Kongress Pizza als Gemüse klassifiziert hat? Fragt das Känguru. Na, bestimmt gibt es irgendeine Vorschrift, die besagt, dass Mahlzeiten in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen, was weiß ich, bestimmt geht es um das Essen an Schulen. Das muss wahrscheinlich aus einem so und so großen Anteil Gemüse bestehen. Und dagegen hat die Fastfood-Industrie finanziell gut ausgestattete Einwände erhoben. Und dann hat man quasi als Kompromiss einfach Pizza als Gemüse klassifiziert. Du hast ja meine Geschichte kaputt gemacht, sagt das Lehrer. Das war so, ja? Ja. Der Kongress hat beschlossen, dass alles, was zwei oder mehr Teelöffel Tomatensoße enthält, als Gemüse bezeichnet werden darf. Toll, sage ich. Wer definiert, wer regiert. Sicher, sagt das Känguru. Ich glaube, die nächste Meldung dieser Art wird sein, einem Vorschlag des Deutschen Zigarettenverbandes folgend wurden Zigaretten aufgrund des hohen Anteils an getrockneten Pflanzen vom deutschen Parlament heute als Frühstückszerealien eingestuft und sollten so ein Teil einer jeden gesunden Ernährung sein. Nach Kritik von Vertretern der Rüstungsindustrie, sage ich, beschloss der Bundessicherheitsrat heute, dass die von deutschen Herstellern angebotenen multiple Wirksysteme gegen weiche Ziele als Feuerwerk eingestuft werden und damit von der Konvention zur Ächtung der Streumunition nicht betroffen sind. Allerdings dürfen die Wirksysteme nur um Silvester herum verkauft werden, plus minus 182,5 Tage. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte heute auf Nachfrage, dass es sich beim Afghanistan-Krieg nicht um einen verlorenen Krieg handeln könne, da die Bundesregierung von Anfang an betont habe, dass es sich bei diesem Krieg gar nicht um einen Krieg handele, sondern um einen Bundeswehrbetriebsausflug. Wenn überhaupt, handelt es sich also nicht um einen verlorenen Krieg, sondern höchstens um einen misslungenen Betriebsausflug. Dass Deutschland Kriege verliere, sei auch sowas von 20. Jahrhundert. Endlich bekommen wir unsere Pizzen und schlendern los in Richtung Freiheitsstatue. Der Obama, sagt das Känguru. Der ist ja eigentlich einer von den Guten, nur lassen ihn die anderen nicht. Witzig, sag ich. Nein, nein, sagt das Känguru. Ich meine es ernst. Der kann nicht, wie er will. Aber der ist Jurist. Warum macht er so Tricks? Wie will? Na, du musst das mal zu Ende denken, sagt das Känguru. Wenn jetzt zum Beispiel du zwei oder mehr Teelöffel Tomatensauce essen würdest. Ja. Dann enthältst du dir. Und? Bist dann also per Definition immer ein Gemüse. Und? Es gibt keine Gemüserechte, sagt das Känguru. Ich muss halt nur noch anordnen, dass die Leute in Guantanamo einfach jeden Tag Spaghetti mit Tomatensoße zum Mittag kriegen. Dann ist das lagerrechtlich kein Thema mehr. Dieser schlaue Fuchs. Das Känguru regt sich um. Glaub übrigens, dass wir einen Verlauf haben, sagt es. Kein Problem, sage ich und hole mein Handy aus der Tasche. Ich rufe mal kurz bei der NSA an. Bis wir ein Stück, wo wir sind. Ich wähle die Nummer der Hotline. NSA, Navigation Service of America, sagt die freundliche Frau am Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hören Sie, sage ich. Schön, dass Sie zufälligerweise Deutsch sprechen. Wir möchten zur Freiheitsstatue, aber wir haben uns total verlaufen. Einen Moment bitte, ich warte Sie kurz. Ah ja, ich sehe Sie. Also da laufen Sie leider ganz falsch. Einfach mal umdrehen und ein gutes Stück in die entgegengesetzte Richtung gehen, dann kommst du zur Fähre. Vielen Dank, sage ich und winke. Gerne, sagt die Frau. Winke, winke.
Ja, danke. Zum Schluss noch eine Geschichte wirklich ins Herz des Geschehens. Wir sind weiter geflogen nach Brüssel. Um die 9 Stunden Aufenthalt dort zu nutzen, sind wir in die Innenstadt gefahren. Mache ich. Seit ich am Flughafen die Biobrause Süßkartoffelkräuterquark getrunken habe, habe ich Schluck auf. Mach ich. Hilf mir, mach, dass es aufhört. Du musst mich erschrecken. Kein Problem, sagt das Gingo. In der Innenstadt von Brüssel gibt es inzwischen mehr Lobbyisten als Menschen. Was? Sag ich. Das ist doch erschreckend, sagt das Gingo. Mein Schluck auf ist weg. Wir biegen um eine Ecke und stehen und sehen den Sitz der Europäischen Kommission. Die ganze Straße lang stehen Männer und Frauen wartend herum. Ein Typ im Anzug spricht uns an. Guten Tag. Ich habe einen Sitz im EU-Parlament in Straßburg, sagt er, und hätte gerade Kapazitäten frei, das Anliegen Ihrer Lobbygruppe zu unterstützen. Aber Sie kennen uns und unser Anliegen noch gar nicht, sagt das Gingo. Oh, sagt der Mann, ich bin mir sicher, dass wir gemeinsame Interessen haben. Er deutet auf den schwarzen Koffer, in dem ich mein Handgepäck herumschleppe. Eine Frau im Business-Kostüm nähert sich uns. Oh, bloß ab, Schätzchen, das ist meine Ecke, sagt unser Parlamentarier. Er wendet sich wieder zu uns. Vorschlag einbringen mache ich für 50, durchboxen ab 100.000. Perverser Scheiß kostet natürlich extra. Perverser Scheiß, frage ich. Ihr wisst schon, sagt der Mann, so Nummern mit Waffen oder Medikamenten und so. Nein, nein, sage ich. Unsere Auftraggeber möchten nur, dass ich ein Gesetz ins Parlament einbringe, das alle Parlamentarier unter Androhung von Strafe dazu verpflichtet, jegliche Nebenjobs, Nebeneinkünfte und sonstige Lobbybeziehungen sofort und vollständig offenzulegen. Völlig geschockt blickt mir der Mann ins Gesicht. Dann fängt er an zu lachen. Für eine Sekunde dachte ich, Sie meinen das ernst, sagt der Kicher. Sehr witzig, als ob die Kollegen so einem Gesetz jemals zustimmen würden. Er wischt sich eine Lachträne aus dem rechten Auge. Also was kann ich wirklich für Sie tun? Ich möchte Sie bitten, ein Gesetz einzubringen, das verlangt, dass EU-weit in allen Radiostationen aus Bob Dylan-Liedern die Mundharmonika herausgefiltert wird, sagt das. Und gibt dem Mann mein Handgepäck. Ich hole mir meinen Koffer zurück. Wir gucken erstmal, ob wir die Kollegin da hinten billiger bekommen. Als wir im Zug zurück zum Flughafen sitzen, sage ich, stell dir nur mal vor, wenn wir scheißreich wären, was wir uns für tolle Gesetze kaufen könnten. Wenn wir scheißreich wären, sagt das Gingo, wären wir mit den Gesetzen, die es gibt, wahrscheinlich ganz zufrieden.